Hallo meine lieben Leute, euer BlueXTuber mal wieder am Start und wir schauen uns heute mal wieder die Sternrangliste auf schwierig an und ja, wir fangen mal an mit Mega Man X Storm Eagle Remix. Gut, da bin ich jetzt mal gespannt. Mega Man X hat mich nie so wirklich interessiert, aber das normale Mega Man schon. Also noch mit dem richtigen Hauptcharakter, also nicht mit Zero und so, ne, sondern mit dem richtigen Mega Man, ne. Gut, und ja, Musik ist auf jeden Fall toll. Habe ich aber auch nichts anderes erwartet. Mega Man haut eigentlich immer rein. Mega Man haut immer rein. So. Wobei, das ist jetzt kein super schneller Song, ne? Also normalerweise sind die Lieder schon schneller, ne? Aber dieses hier nicht. So. Und es ist ein interaktives Level. Gut, jetzt weiß ich nicht, ob ich da auch noch in die Röhre rein hätten können, aber... Naja, gut. Gut. Gott sei Dank noch geschafft. So. Mega Man, du schaffst es schon. Genau. Mega Man wäre auch so ein Spiel, was ich theoretisch mal jetzt playen könnte, ne? Irgendwann vielleicht mal. Ja, so Mega Man 1, 2, 3 haben auch gar nicht mal so viel gemacht, ne? Das wäre eine Idee. Mal schauen. Gut. So. Coole Musik und ja. Aber auch hier, ich finde es nicht schwer. Also ich finde das jetzt, das Level nicht so schwer. Jetzt sterbe ich wahrscheinlich gleich, ja, ich weiß. Aber, ups. Aber so schwer ist das Level jetzt nicht. Also ich würde es jetzt auf normal einstufen. Ja, wobei, ja doch, man kann schon an vielen Orten sterben. Ich wäre jetzt auch fast gestorben. So, und man muss groß sein. Okay, das ist gemein, das ist gemein. Das ist gemein, das ist wirklich gemein. Gut, aber dann spiele ich es eben nochmal, ne? Ah, das war unnötig. So. Fuck! So, diesmal falle ich hier nicht billig runter. Vielen Dank. Ja gut, ja. Ist doch ein bisschen fies, dass man groß sein muss, unbedingt. Aber okay, kann man trotzdem mal machen, weil Mega Man 1 bis... Mega Man ist generell eine sehr schwere Spielserie, also... Ja, ja, das verzeiht keine Fehler. Und ja, ich glaube, ich habe einen Bonusraum verpasst. Ja, oder vielleicht gab es einen Alternativweg. Ja, ja, doch, doch. Ja, ja, irgendwo gab es einen Alternativweg. Aber ich habe jetzt doch einige Versuche noch gebraucht, bis ich da unversehrt hier vorbeigekommen bin. Und ja, Mega Man ist generell eine schwere Spielserie. Ich weiß jetzt nicht, wie es dann bei den späteren Spielen war. Ne? Also Mega Man... Ab Mega Man 4, 5 kenne ich mich nicht mehr aus. Aber 1 bis 3... Ja, kenne ich so ein bisschen, ne? Auch nicht wirklich. Ich habe es auch noch nie selbst gespielt, ganz ehrlich. Aber ich kenne es. Ne? Und naja, wer weiß, vielleicht kommt es irgendwann mal. Aber ich will nicht zu viel versprechen. Genau. So, und wir machen jetzt halt weiter mit einem weiteren Dungeon, nämlich ZL Dungeon, Revenge of the Fallen. Achso, vom Zelda Lord. Okay, das ist kein Zelda Dungeon, sondern einfach nur die Abkürzung, denke ich, von Zelda Lord. Macht zumindest Sinn, hoffentlich. Zelda Lord, Brasilianer, okay. So, hier ist ein Kommentar. Nice Level. Und... Okay, es gibt anscheinend mehr Level von ihm. Ja, hat er leider nicht markiert, dass es mehrere Level gibt. So. Und gut, kriege keinen Schaden und finde den geheimen 2017er Raum. Okay. So, ich versuche den Raum zu finden, aber ich denke nicht, dass ich es ohne Schaden schaffe. Aber ich probiere es. Ich probiere mein Bestes, ne? Das würde ja auch bedeuten, dass es gar nicht mal so schwer ist, wenn das so eine Challenge ist, ne? Und ja. Brauche ich den Cooper? Ja, hier ist wahrscheinlich eine Ja, okay, gut. Ich dachte jetzt, dass ich irgendwie zurückrennen muss und dass da an einem dieser beiden Blöcke ein Trampolin war. Aber zum Glück war das nicht so und ja. Da habe ich schon meinen Hit kassiert. So, unnötig eigentlich, aber gut. So, Schlüssel, nein. Eiffel Round Mario. The treasure will be mine. Okay, wahrscheinlich den Schlüssel, ne? Oder zwei Red Coins. Oh, Bowser Jr., okay. Mit dir habe ich jetzt gar nicht zumindest hier gerechnet. So, check out mine and star if you like it. Ja. Sowas sollte man nicht machen. Stern gegen Stern ist von Nintendo nicht so gerne gesehen, wenn man solche Kommentare macht. Ja, also. Ja, ja, ja. Das kann dazu führen, dass euer Level gelöscht wird. Ja, also ich würde das lassen. Ich meine, wenn eure Level gut sind, dann werden die auch so gespielt. Oder wenn ihr fleißig andere Level spielt und die einfach so sternt, dann kriegen das die Leute mit, ne? Und spielen dann vielleicht auch eure Level, ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel von, ich glaube, ein Franzosen war das, ja. Habe ich von jemandem gehört, ja. Von einem Deutschen. Das war, glaube ich, der Ferenc oder so. Und der hat ein Level von dem Franzosen gespielt oder mehrere Level und, ja. Hat halt da auch einen Stern gegeben, weil die gut waren.
Und ja, dann kam der Franzose und hat einfach zurückgesternt. Und zwar alle Level. Von ihm und Richie, glaube ich. Von Richie auch, ja. Es kann auch Richie gewesen sein. Ich will mich da jetzt nicht festlegen. Aber ja, auf jeden Fall. Ja, wenn man andere Level fleißig spielt, dann wird man auch selbst belohnt. Voraussetzung ist natürlich, dass die Level auch gut sind, ne? Also, ja, also so ein dahingeklatschtes Level, was in ein, zwei Stunden gemacht wurde, das ja, bekommt dann wahrscheinlich trotzdem nicht so viele Sterne, ne? Aber wenn man sich wirklich Mühe gibt mit dem Level und das gut ist, ne? Und zwar ehrlich gut ist, dann, ja, dann kriegt man, denke ich, die Sterne automatisch, wenn man einfach andere Level spielt. Ja. So. Okay, und ich glaube, hier sind überall Bossgegner. Und wir haben nochmal einen Bowser Jr., oder? Ja. Und er hat die bessere Clownskutsche, das ist unfair. Gut, aber das ist ziemlich cool mit den Kommentaren auch. Sehr schön. So, aber ist auch kein Gegner für mich. Nein, nein, nein. Auch wenn er mich einmal getroffen hat. Okay, ich bin nicht in die Stacheln rein. Das war sehr gut. Gut, und ja, ich freue mich drum. Und ja, eine Red Coin habe ich schon fast damit gerechnet. Und too easy, piece of cake. Okay, das war wahrscheinlich nicht er, sondern das war irgendein anderer. Gut, schau mal. Oh mein Gott. So, awesome Level. Jetzt muss ich natürlich schauen, von wem, welcher Kommentar der richtige ist. Muss ich hier überleben? Ich glaube, ich muss einfach hier überleben. Coole Idee auf jeden Fall, wenn ich wirklich nur überleben muss. Wenn nicht, dann habe ich keine Ahnung. So, aber ich sehe jetzt auch nichts, was ich sonst machen kann. Eventuell mit der Feuerblume, aber nee, das kann es ja nicht sein, ne? Die Feuerblume geht da nicht durch, ne? Nee, nee, die wird abgeblockt. Es muss sich um was anderes handeln. Da kommt ein Powerblock, da kommt ein Powerblock. Ich sehe den Powerblock und die Frage ist nur, wo ich dann hin muss. Ups. So, Power, scheiße. Powerblock und ach, da unten hin. Okay. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Coole Idee. Und dann kriegen wir auch den Pilz. Verdammt, dann hätte ich den anderen Bosskampf vorher machen sollen. Und was stand hier? Let's see if you can win my cloning ability. Okay. Und man kann irgendwie mit den Rechts-Links-Knöpfen noch die zwischen den Kommentaren switchen. Ne? Aber ich probiere es gerade, aber das funktioniert nicht. Also automatisch ja, aber so gewollt geht es nicht. Nee. Naja, egal. So. Habe ich mich auch noch nie damit beschäftigt. You will never reach the treasure chamber. Okay. So. Okay. Sie wollen mich jetzt gemeinsam vernichten. Kamek und Bowser Jr., ne? Und ja, ich töte mal alle. So, da bringt es auch nichts, wenn er sich klonen kann. Ja, und das Feuer geht tatsächlich nicht durch. Hätte mich auch sehr stark gewundert. So. Scheiße. Ja, spinnen wir mal drauf. So. Wir spinnen drauf. Wir stehen nicht drauf, sondern wir spinnen drauf, ne? Das ist der neueste Anmachspruch von 2017. Okay, okay, okay. So, Bowser Jr., ja, er schmeißt dreimal sein Feuer und ja, ich konnte ihn jetzt nicht angreifen. Das war mir dann doch zu gefährlich. Okay, nein, 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 so, okay, so, perfekt. Und krieg ich wieder ein Power-Up, bitte? Oder Checkpoint? Gab's einen Checkpoint? Keine Ahnung. Und hier ist der Schatz! Okay, so. Anscheinend ist da unten noch irgendwas versteckt. Ach so. Okay, nee, da ist der Tod. Da ist der Tod. Und da oben ist eine Ranke, vielleicht kriege ich die noch. Nein, ich krieg sie nicht mehr. Okay, gut. Dann nicht mehr. Dann nicht. War aber ein schönes Level. Kann man nichts sagen. Wenn man der Levelersteller ist, sollte man vielleicht noch seinen Kommentar signieren. Ja, damit man weiß, okay, das Kommentar ist vom Levelersteller. Weil ansonsten kann es echt sein, dass man durcheinander kommt, beziehungsweise nicht den Kommentar vom ja, Leveldarsteller eben findet. Ah, aber das Level war gut. Und ja, ich habe Bowser Jr. und Kamek zerstört. So eiskalt zerstört, Mann. Und ja. Gut. Wir machen jetzt weiter. Welches Level haben wir denn noch? Das sind so komische Level. Japaner-Level natürlich. Und das kennen wir auch. Metroid Escape, das sieht eigentlich auch ganz gut aus. Super Slide House, das kennen wir. Skater's Sanctum. Okay, eine heilige Stätte, sozusagen, von Skatern. Ich glaube, das ist so ein, ja, so ein Level, wo ich mich ducken muss und dann auf dem Eis schlittern muss, ne? Kann das sein? Ja. Das Level kann man in 20 Sekunden lösen. Gut, anscheinend gibt es irgendeine super Ultra-Abkürzung. Und verdammt. So. Okay, ich versuche es zu schaffen und
Ja, hätte ich oben lang müssen? Ich habe keine Ahnung. Das ist eine Skaterhalle. Ich denke mal, ja, da kann man einfach rumsliden. Aber man kann auch, wenn man will, direkt ins Ziel laufen, ne? So wird's sein. Oder ich brauche alle Münzen, das kann auch sein. Aber nee, wenn man 20, wenn der Rekordhalter 20 Sekunden gebraucht hat, dann kann das nicht sein. Und da müsste ich eigentlich ins Ziel kommen, ne? Ich probiere es. Nein! Ach, fuck. Ein unsichtbarer Block. Na super. Aber ich habe den Checkpoint gehabt. Und ja. Aber ich drück's den aus, ne? So. Verdammt. Wo ist der unsichtbare Block? Okay. Ich mach das, ne? Ich versuche zu tricksen. Ja, weil er hat mir mit einem, ich weiß, gesagt, ich bin schlauer als du, aber nein. So, ja, okay. Ja, vielleicht geht's doch nicht. Außer links ist noch ein unsichtbarer Block, beziehungsweise, ja doch, ich versuche einfach mal früher abzuspringen. So, ich versuche mich hier, ja, das ist schwierig. Ich brauche einen Gegner. Hier ist ein Gegner, da ist ein Gegner, den brauche ich. So, vielen Dank und ich probiere es. Ich versuche hier einfach mal zu cheaten. So, und hier, wenn ich hier Anlauf habe, dann müsste es gehen. So, Käfer, komm raus. Ich küsse dich auch. Ich küsse den Käfer. Oh, das... Ich küsse dich, Käfer. Oh, komm her, ich bin so verliebt in dich. Oh, aber ich muss losrennen. Ja. Und, fuck, da ist noch einer. Okay. Gut. Ich hab's ja verstanden. Lieber Levelersteller. Ja, und jetzt habe ich einen Käfer ganz umsonst geküsst. Ja. Naja, okay, gut. Ja, macht man halt einmal im Leben, ne, und dann nie wieder. Ja, da gibt's mehrere solche Dinge, ne, die man einmal im Leben macht und dann nie wieder, ne. Gut. Und ein Käfer küssen, das gehört definitiv dazu, ne. Und Mario hat es jetzt getan. So, und, okay. Ja, jetzt sind wir in der offiziellen Skaterhalle, ne, und wir machen es einfach mal offiziell. Und hier ist der zweite Checkpoint, okay. So. Gut, ich habe aber die Vermutung, dass wir die Münzen irgendwie brauchen, aber nee, eigentlich nicht, nee. Rekord ist 20 Sekunden, also, ja, also ich denke schon, dass man das skippen kann. So, und hier, keine Ahnung, sind andere Skater, aber ich könnte mich hier so mit einem Handstand, ne, oder, wie nennt man das, es ist lange her, dass ich Tony Hawk Broke Skating gespielt habe, wie nennt man das, ja, Handstand einfach, oder? Keine Ahnung. So, ist auch eigentlich egal. Und ja, wir sind jetzt auf jeden Fall hier drin. Und ja, das ist der Bonusraum, wenn man die Münzen hat, denke ich. Und hier ist das Ziel. Und mit einem One-Up, okay, verabschieden wir uns dann ins Ziel, genau. Und komm, ein Level geht noch. Ja, doch. Ein kurzes Level. Und die Frage ist nur, welches? Vielleicht doch so ein Japaner-Level, ne? Sind ja immer so komische Mechaniken, ne? Und, naja, interessiert mich eigentlich auch ab und zu, ne? Was die Japaner so treiben. Ja, komm, mach mal ein Japaner-Level. So. Oder was gibt's da noch unten? Ne, das kennen wir auch alles schon. So. Das kennen wir auch. Metroid Escape. Ja, das wäre was für nächstes Mal, glaube ich. Aber ich glaube, das dauert länger. Schon mal den Rekord an. Ja, 3.19. Ja, ich will was Kurzes haben. So. Haben wir ein Japaner-Level? So, die sind, denke ich mal, sehr komisch. Und 5 Sekunden ist der Rekord, okay. So, dem gebe ich auf jeden Fall keinen Stern. Das kann ich euch jetzt schon garantieren. Und... ja, okay. Ich habe das Gefühl... Ja, doch. Ich muss walljumpen. Hier runter. Dann hier hin. So, wenn ich es dann schaffe. So, und dann spinnen. So. Und dann komme ich hier hoch, ne? Und dann komme ich da hoch. Und... dann komme ich da rein und da darf ich dann nicht mehr wirklich springen. Okay, das schaffen wir. Ist ja eigentlich eine coole Walljump-Mechanik, ne? Aber so in einem normalen Level würde ich das nicht einbauen, aber so ist es in Ordnung. Gut, das ist noch die Challenge, die abschließende Challenge, ne? So, aber wenn ich genug spinne, dann funktioniert das, ne? Ich spinne auf dich, Piranha-Pflanze. Der neue Anmachspruch, wie gesagt. So, nein! Ja, da hat mich die Piranha-Pflanze von der Bettkante gestoßen, obwohl ich so schön aussehe, ne? Schaut euch den Mario doch mal an. Ja, und schaut euch die Piranha-Pflanze an, also da sind Welten. Aber, naja, gut. Die Piranha-Pflanzen, die sind halt wählerisch manchmal. So, aber jetzt bin ich auf ihn. Gut. So. Und, ja, na, was? Ach komm. Okay, gut. Ich muss da noch mehr rein.
noch tiefer ins Loch, sonst komme ich nicht ans Ziel. Und ich beginne Scheiße zu labern. Okay, so, ich muss tiefer rein. Aber es bietet sich auch gerade so gut an, ne? Okay, vielleicht kann ich da auch stehen bleiben kurz. Ja, doch, vielleicht. Ja, ich probiere es nochmal. So, verdammt. Also diese Piranha-Pflanze, die ist wirklich störrisch. Die anderen sind okay, aber diese hier, die ist störrisch. So, dann muss ich wieder zurück und wieder dahin. Und am besten zweimal spinnen. Ja, okay. So. Das kriegen wir doch jetzt hin, oder? Ja. Challenge. Ja, okay. Geht doch. Sogar ohne Schnitt. Okay, so. Ja, das war nochmal ein kurzes Level zum Abschluss. Und ja, wenn ihr auch auf mich spinnt, dann gebt dem Video doch einen Daumen hoch. Würde mich freuen. Und ja, ich spinne natürlich auch auf euch. Und ja, ich hoffe deswegen, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. In einem Video oder in einem Livestream. Und ja, dann würde ich sagen, das war's dann wieder. Ich spinne auf euch und ihr spinnt auf mich. Und bis dann, euer BlueX2 und ciao!